Hallo, was machen Sachen? Ja, einfach mal jetzt so für zwischendurch mal was zur Entspannung, mal kein Tutorial, einfach mal eine Geschichte aus meinem Leben. Ich war mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Ich wollte öfters mal einfach mal so erzählen, was so passiert ist bei mir, weil einfach aus Gründen, weil ich da Bock drauf habe. Ich wusste halt nie, wo ich wirklich anfangen soll. Habe immer jetzt die letzten Videos über so aktuelle Sachen geredet. Ich wollte aber einfach mal so loswerden, was mir so passiert ist, weil da sind auch die ein oder andere lustigen Sachen passiert, faszinierende Geschichten, weil ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich bin auch schon 28. Da ist schon hin und da mal was passiert. Und dann dachte ich mir, okay, fangen wir einfach mal in der Mitte irgendwo an, wenn mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Ich habe meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau abgeschlossen gehabt. Das war meine erste Ausbildung, die ich hatte. Und die habe ich in einem Zoofachgeschäft gemacht. In einem eigenständigen, es war jetzt keine Marke wie jetzt Fressnapf, Futterhaus etc., sondern ein eigenständiger kleiner Laden. Wir hatten auch eigene Tiere, also selbst gezüchtete Tiere. Wir hatten eine ganze Zuchtanlage, wo wir die verschiedensten Tiere gezüchtet haben, von Nagern. Paar wenige Vögel, Reptilien haben wir gezüchtet. Oder wir hatten auch viele Züchter im Umkreis von dem Laden, die mir dann halt Tiere bekommen haben, um die dann halt über unseren Laden zu verkaufen. Und die haben dann halt eine Marge von den Tieren gekriegt. Dementsprechend hatten wir relativ wenig Tiere über den Großhandel. Klar ging es nicht ganz aus. Es gibt immer hier und da mal Knappheiten, gerade bei Futtermäusen. Die sind doch schnell mal weg und sind nicht so schnell nachgekommen im Züchten. Da haben wir auch mal gesagt, okay. Da über Großhandel oder halt, wenn spezifische Sachen gesucht werden, gerade in der Terroristik, gibt es immer mal spezielle Exoten, die man haben möchte, die man halt so direkt nicht kriegt, weil man halt da wirklich entweder den Großhandel sich verlassen muss oder weil einfach keine Züchter in der Nähe sind, dass man die halt problemlos erreichen könnte. Auf solchen Fällen sind wir dann auch auf den Großhandel zurückgegangen. Aber das war jetzt halt mehr die Ausnahme. Wie die Regel, was halt auch mal schön war, da wo unsere Tiere gesund hatten und dadurch, dass halt auch jeder sich mit den Tieren beschäftigen musste, wusste halt auch so gut wie jeder über alles Bescheid. Klar gab es halt gerade, wenn es halt exotischere Sachen gab, unsere Spezialisten, jeder hatte so sein Fachgebiet, wo er sich dann halt darauf fokussiert hat, weil es ist am Endeffekt doch sehr viel geworden. Die Basis für die ganzen Tiere wusste jeder, aber wenn es halt wirklich um diese spezifischen, exotischen Sachen gibt, die halt man nicht so basismäßig überall kriegen kann, hat man dann halt immer seinen spezifischen, der sich halt darauf spezialisiert hat, um das halt alles ein bisschen übersichtlicher zu machen. Den konnten wir dann auch immer dann, rückrufen, zu Rat fragen oder dann halt die Kunden verweisen, dass sie an diesen Tagen kommen sollen, wenn halt der spezielle Mensch für dieses Tier da ist. Hat sich bei uns immer ganz gut durchgesetzt. Ja. Wie gesagt, ich war zu der Zeit viel für die Vögel zuständig und auch für die Reptilien, gerade für die Schlangen, was das angeht. Und ja, und ich wollte einfach mal so erzählen, was so passiert ist von Kunden, die halt einfach beim Betreten des Ladens einfach ihr Gehirn draußen auf dem Hof gelassen haben für, keine Ahnung, besseres Wetter oder so, damit es mal schön durchlüftet. Ich meine jetzt halt nicht so Sachen wie, ich komme in den Zoofahrer dann weiß nicht, was eine Python und eine Boa, wie man die unterscheidet, das meine ich jetzt nicht so spezifische Sachen, wo man sagen kann, okay, damit muss man sich beschäftigen, damit man das weiß, sondern mehr so Leute wie, die kommen in den Zoofachladen und wundern sich, warum wir keine Zigaretten haben oder Alkohol oder generell Essen und Trinken. Hatten wir nicht nur einmal, es ist des Öfteren passiert, Kunden kamen rein, ja, warum habt ihr nicht, keine Ahnung, hier Zigaretten, ich hätte gern mal Büro. Ja, ist komischerweise öfters vorgefallen. Was wir auch sehr oft hatten, ist dann halt auch, da wir ja keine Kette waren, dass wir halt verschiedene Eigenmarken nicht hatten, dass auch bei vielen Kunden, die auch keine Stammkunden waren, halt schlecht aufgestoßen war, dass wir halt genau diese Marke nicht haben, was halt eine Eigenmarke ist, ist wirklich sehr oft vorgefallen und sie haben sich auch selten davon ableiten lassen, dass wir halt nicht genau dieser Laden sind und die wollten unbedingt diese Marke, weil die gibt es ja in dem anderen Laden auch. Diese Diskussion hatten wir tatsächlich sehr oft führen müssen. Was halt irgendwie, finde ich, komplett absurd ist. Es ist ja auch nicht so, man geht jetzt, was weiß ich, in der Rewe und will da gut und günstig holen. Nee, gibt es ja im Edeka. Solche Geschichten. Das gleiche auch bei Zufachhändlern. Das der Fresser finde ich das gleiche, wie halt das Tierhaus hat, das Futterhaus oder wie auch immer heißen. Und dass wir halt als eigenständiger Laden halt diese ganzen Eigenmarken halt nicht haben, nicht bekommen. Selbst wenn wir sie haben wollten, würden wir sie nicht kriegen. Das sind ja Eigenmarken. Ja, so, mit solchen Sachen müssen wir uns öfters mal rumärgern. Sind aber auch andere Sachen passiert, die ich halt nie vergessen werde, weil sie einfach so absurd sind. Wir hatten einmal Verkauf von Kaninchen, spezifisch einem Pärchen. Hatten die Dame auch aufgeklärt von wegen, ja, selbst wenn sie kastrieren, müssen sie die auseinandersetzen, weil selbst wenn der Bock kastriert ist, kann er noch ein paar Wochen halt decken. Sie müssen halt die Tiere auseinandersetzen, weil sie ja unbedingt ein Pärchen haben wollte. Sie wollte sich halt nicht
keine zwei Böcke haben oder keine zwei Weibchen. Nee, sie wollte unbedingt ein Pärchen haben, was an sich halt von der Struktur halt besser funktionieren würde. Aber das Problem halt ist, Kaninchen vermehren sich halt. Und wie gesagt, der Bock ist halt kastriert und danach kann er in ein paar Wochen noch decken. So, einige Wochen später kam die Dame ganz entsetzt, ihr Kaninchen ist so fett. Sie hatte das Kaninchen auch dabei. Wir haben uns das angeguckt und es war eindeutig klar, das Kaninchen ist hochtragend schwanger. Dann kam, nee, 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 das könne ja gar nicht sein. Sie habe ja, bis der Bock halt kastriert ist und auch danach ein paar Wochen, die Tiere auseinandergesetzt. Abends. Tagsüber saßen die anscheinend zusammen, nur abends hatte sie die Kaninchen auseinandergesetzt. Weil die auch warten, bis es dunkel wird, bis sie sich vermehren. Gerade die Kaninchen. Die sind ja dafür bekannt, sehr enthaltsam zu sein. Ja, End vom Lied war, die hatte dann irgendwann Kaninchen gekriegt. Wir haben die Jungtiere dann auch aufgenommen, weil die Dame halt den Platz sich bereit, also den Platz einfach nicht hatte für so viele Kaninchen. Das war auch ein relativ großer Wurf. Aber ich fand die Tatsache so lustig. Ja, ich setze sie nachts auseinander, dann vermehren die sich nicht. Die warten bis abends. Es ist keine Ahnung. Gerade Kaninchen, wie gesagt, die sind ja so dafür bekannt, enthaltsam zu sein. Nicht andersrum. Ja, es ist so eine Sache. Sehr, sehr lustig. Sehr faszinierend. Wir hatten auch den einen oder anderen verwirrten Kunden bezüglich von Katzen. Neue Katzenbesitzer, die kamen. Ja, meine Katze vibriert. Irgendwas stimmt mit meiner Katze nicht. Oder die klingt so komisch. Hat die sich verschluckt? Ich weiß, soll ich mal zum Tierarzt gehen? Am Ende vom Lied war es öfters so, dass es tatsächlich einfach nur die Katze war, die geschnurrt hatte. Ich dachte, das wäre Allgemeinwissen, dass so Katzen, wenn sie sich wohlfühlen, dass sie schnurren, dass sie das tun, dass das auch Vibrationen in der Katze auslöst, wenn sie dies tun. Aber wir hatten das doch öfteren, dass halt neue Katzenbesitzer kamen und ein bisschen verwirrt darüber waren, dass ihre Katze vibriert. Ist auch mal wieder lustig. Die vibrierende Katze hat dein Telefon verschluckt oder so, das Handy. Ich weiß es nicht. Aber sowas hatte ich halt immer gedacht, das wäre Allgemeinwissen. Katzen schnurren, Kaninchen vermehren sich, aber gibt dann halt Menschen, denen das nicht erzählt worden ist. Denen ist das irgendwie vorbeigegangen. Auch eine sehr verwirrende und absurde Geschichte ist auch uns zugetragen bezüglich mit Hunden. Wir hatten einen Kunden dort mit einem Mini-Bullterrier. Der Bullterrier war angeleint und hat sich hinten in einem Laden halt, wurde er festgemacht, dass er sich einfach ausruhen konnte. Der hat halt da gelegen und geschlafen. Weil der hatte, keine Ahnung, war ausgetobt und so, wollte halt einfach schlafen, hat sich gedöst. Und wir hatten uns halt mit dem Herrchen unterhalten, hatten ihn beraten und da kam auch eine Kundin rein mit einem kleinen Chihuahua und hat sich tierisch darüber ausgelegt und bruskiert, dass halt doch so ein gefährlicher Kampfhund in unserem Laden ist. Der in der Ecke liegt und schläft. Der angeleint war es. Und sie hatte halt ihren kleinen Chihuahua dabei, erst auf dem Hand. Und später irgendwann nach einem riesigen Theater, nachdem halt das Herrchen dann beraten war, mit seinem Hund gegangen war, hatte diese Dame ihren Hund auf den Boden gesetzt. Und das Erstbeste, was dieser kleine Hund macht, ist, er geht zu meiner Kollegin hin, die mittlerweile bei den Kaninchen waren und dort was gemacht hatte. Und beißt meine Kollegin erstmal hinten in die Ferse. Aber über den bösen, bedrohlichen Kampf von sich beschweren, der in der Ecke liegt und pennt. Und dann kam das Dreisteste, ja. Er wolle doch nur spielen. Er hat das ja gar nicht böse gemeint. Der ist ja auch so klein, das ist ja nicht so schlimm. Wir beide komplett perplex und wussten anfangs erst gar nicht, was wir sagen sollen. Und am Schlussende hat mir diese Dame dann des Ladens verwiesen, weil halt der Hund die Kollegin beißt. Das ist halt ein No-Go, das geht nicht. Da haben wir auch ein Riesentheater gemacht. Warum uns so anstellen? Das ist doch nicht so schlimm. Der Hund ist klein, das kann doch mal passieren. Er wollte spielen, er meint das nicht böse. Aber halt vorher einfach aufgeregt, dass da ein böser, gefährlicher Kampfhund war, der da schläft und halt, die Welt an sich vorbeigehen lässt und ihr Hund kommt auf den Boden und hat nichts Besseres zu tun, als den ersten Move, den er macht, erstmal die Kollegin zu beißen. Ja, da ist irgendwie was falsch gelaufen, irgendwie was falsch verteilt. Nur weil der Hund klein ist, heißt es nicht, dass er Leute beißen darf. Das geht einfach gar nicht. Gerade fremde Leute, wenn sie beißt, ist mir das herzlich egal, aber der Hund sollte einfach keine anderen Leute beißen, egal wie groß der Hund ist, was für eine Rasse das ist. Das ist ein No-Go, das geht nicht, das kann man nicht tun. So, eine Geschichte habe ich noch für euch zum Schluss. Es ist eine Hundegeschichte, ist auch, glaube ich, eine der lustigsten Geschichten, die ich erlebt hatte. Wir hatten einen Herrn, der hat bei uns eingekauft und hatte halt einen Hund und er hatte Probleme mit dem Hund. Er hatte mich an der Kasse gefragt, ob ich keine Hundetrainer wüsste, die es halt hier in der Nähe gibt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, weil ich auch Hunde habe.
Und nach der ganzen Unterhaltung habe ich ihm ein paar Visitenkarten gegeben von halt Hundetrainern in unserer Umgebung, wo er sich halt seinen Pass dann aussuchen kann, je nachdem, wo er dann wohnt, je nachdem, wo es ihm gefällt. Und dann kam er, ja, ich hole mal meinen Hund kurz rein. Wir hatten ja drüber geredet, der hatte Probleme mit seinem Hund. Der Hund ließ ihn nicht auf die Couch. Und der Mann war halt nicht sehr zierlich. Der war halt schon sehr groß und sehr muskulös. Also der hatte schon Statur, die gut gebaut war. Jetzt nicht dick oder so, sondern er war halt muskulös. Dann kam er rein, der sagt, ja, kein Problem, kann den Hund ja reinbringen. Ist ja ein Tierladen, kein Problem. Der kriegt sogar Leckerchen dafür, also der Hund, nicht das Herrchen. Und ich hatte in meinem Kopf mir ausgemalt, dass da jetzt ein größerer Hund kommt, weil so ein Hund, der die Couch blockiert, eventuell so das Problem ist, der Hund ist auf die Couch und die Couch ist weg, dass da jetzt irgendwas Großes kommt, sei es ein Schäferhund oder sonstige Geschichten, sowas in der Größe. Sehe den Mann aus dem Auto rauslaufen, ans Auto laufen. Bei uns ist halt, war zu der Zeit die Fenster ein bisschen doof gemacht. Man hatte Regale vor den Fenstern und man hat halt tatsächlich nur die Beine gesehen. Ich sehe den Mann zum Auto laufen, sehe ergo seine Beine dahin laufen und sehe ihn wieder zurückkommen. Ich hatte nur keine Hundebeine gesehen. Das hat mich schon sehr stutzig gemacht. Ich dachte, was ist jetzt denn jetzt los? Kam in den Laden und ja, ich bin fast vom Glauben aufgefallen. Der Hund, der ihn nicht auf die Couch gelassen hatte, war ein kleiner Rehpinscher. Ein doch sehr zierlicher Rehpinscher. Ein relativ kleiner Rehpinscher. Der Hund hat in seine Hand gepasst. Und dieser süße, kleine, zierliche Hund hatte diesen Berg von einem Mann nicht auf die Couch gelassen. Ich habe da gestanden und musste mir so das Lachen verkneifen, weil dieses Bild so herrlich war. Dieser gestandene Mann, dieser große Mann, hatte einen Hund auf der Hand, der ihn nicht auf die Couch ließ, weil er knurrt. Aber dieses Bild war so absurd, aber auch so lustig. Ich wusste erst nicht, was ich machen sollte, außer dass ich halt jetzt vielleicht nicht unbedingt anfangen soll zu lachen. Wir haben uns dann noch ein bisschen weiter unterhalten. Nur ich habe ihm zum Glück nicht gesagt, dass er nicht damit gerichtet, dass er mit so einem kleinen Hund kommt, sondern mit einem großen, sondern generell über Hunde. Ich habe dem Hund noch mal ein paar Leckerchen gegeben, die ich klein brechen musste, weil unsere Leckerchen, die wir hatten, waren halt doch ein bisschen größer, damit der kleine Hund auch die Leckerchen fressen konnte. Es ist eine der absurdesten und lustigsten Geschichten, die ich mir je passiert habe, weil dieses Bild so herrlich ist. Dieser riesige Mensch mit diesem kleinen Hund auf seiner Hand, der ihn nicht auf die Couch lässt. So, wenn er einmal draufhaut, ist der Hund platt. Aber nein, der Hund hat das Kommando. Der Hund sagt, nein, du darfst nicht auf die Couch, weil es meine Couch ist. Das ist einfach so absurd und lustig. Er hat das Problem auch hingekriegt. Er kam öfters bei uns in den Laden, hat auch immer ein bisschen Feedback zu mir gegeben, was jetzt gut mit dem Hund läuft, dass er so Training läuft und dass der Hund auch so gel sehr gelehrig ist und dass er jetzt auch auf die Couch darf. Was das ist, das war einfach sehr lustig, sehr amüsant zu sehen, aber dieser Vergleich ist herrlich. Und ich fand es auch schön, dass halt Hund und Herrchen so große Trainingserfolge haben, weil es liegt ja nicht nur an dem Hund selbst, dass halt so ein Training funktioniert, das Herrchen muss ja da mitspielen. Und ja, beide können auf die Couch, beide fühlen sich anscheinend jetzt wohl. Hund trainiert, Hund kann Sachen machen. Ja, mit der Lola bin ich noch ein bisschen am Trainieren, die Lola ist da so ein bisschen. Ja, wir sind auch nicht so stark dahinter, dass sie halt trainiert, weil wir bei der Lola so ein bisschen Angst haben, weil sie halt so ein starker Angsthund ist, dass sie dann auch eine Angst vor uns hat. Aber sie macht auch langsame Lernerfolge. Es wird. So, und das war's jetzt auch fürs Erste. Ein paar lustige Geschichten, die mir so passiert sind an meiner Arbeitszeit oder meiner Ausbildungszeit in dem Zoofachhandel. Gibt natürlich noch ein paar mehr, aber es waren jetzt so die, ja, die mir spontan eingefallen sind, die ich sehr, sehr lustig fand. Wie gesagt, es ist noch mehr passiert. Ich habe auch noch in anderen Jobs gearbeitet. Da werden wir auch irgendwann mal drüber gehen und mal so reden, was da so passiert ist. Mal gute Sachen, mal weniger gute Sachen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand das ein bisschen spannend. Oder habt mir einfach gerne zugehört, was weiß ich. Lasst auch einfach mal ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr schon bis hierhin hergehört habt oder auch nicht. Ich kann euch ja nicht zwingen. Ich kann ja gleich durch den Bildschirm greifen, jetzt drückt da halt drauf. Aber wäre lieb von euch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.